willkommen hier bei F&M TV. Grüß euch, Burm und Madel. Heute habe ich mir nochmal den Mädchen hier geschnappt. Und zwar haben wir uns hier einen sehr feinen Leckerbissen rausgesucht, weil die Dr. Leonie Töne in einer Fake-Ehe gelebt hat. Und das wollen wir mal aus dem Blickwinkel der Red Pill heute in diesem Reaktionsvideo beleuchten. In Augenschein nehmen hier das Ganze. Genau. Das ist vor 3 Wochen rausgekommen, das Ding. Wir waren sehr überrascht, als wir uns das ein bisschen angesehen haben. Ja, ziehen wir es uns einmal rein, oder? Da würde ich sagen, noch als kleines, so ein Appetizer, haben wir hier diesen Artikel, ja, also von der Uni, da wo es ja nochmal genauer darum geht, was sie jetzt macht, denn sie ist eine professionelle Flirt-Coach. Denn sie ist eine professionelle Flirt-Coachin. Coachin, ja, irgendwie so etwas. Coachinnen. Coachinnen. Und ja, da sehen wir es ja, okay, 2016 war sie 25 und hat sie ihre Promotion gemacht. Und zwar macht im Internet eine Analyse von Pickup-Artist-Foren als Schauplätze der Macht und Anleitung zur Machtausübung. Boah, dann nehme ich gleich mal einen Schluck. Kultur- und Sozial-Verbalwissenschaften. Ja. Weil das ist halt typisches postmodernes Weltbild, da wo man eben alles durch die Linse der Macht analysiert und keine andere großartige Erklärung zulässt, warum jetzt Männer hier die Frauen, ja, Männer wollen ja nur immer Macht ausüben. Das ist halt die Idee der Postmodernen. Und da hat sie eben promoviert und dann hat sie sich gedacht, okay, hier möchte sie sich für das Richtige einsetzen bei der Suche nach dem Mr. Right. Und zwar hier, ja, Love Empire Dr. Töne steht auf dem Schild, auf dem Stadthaus hier, wo sie gewohnt hat. Hier hat sie ihr Unternehmen. Bei Frauen gibt es durchaus den Bedarf, einen Traummann, einen Mr. Right kennenzulernen. Die Frage ist nur, wie? Dabei geht es nicht unbedingt um den bestens verdienten Single mit Sixpack. Das ist ja das Geilste überhaupt. Ja, um was geht's denn bitte sonst? Ja, da müssen wir halt auch mal schauen, also je nach Alter, Frau, also willst du jetzt den Mr. Sexy oder in der Erleuchtungsphase ab Richtung 30 soll es ja eher der Mr. Stabil sein, der ja dann auch da ist. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, auch wenn du mit den Mädels so direkt redest, wenn du mit Frauen, auch wenn sie älter sind, wenn du so redest und so, dann kriegst du immer irgendwie in der Botschaft, in der Fülle der Dinge, die sie sich vorstellen, die sie sich von einem Mann wünschen, was sie erwarten, immer von ihnen das Ratio gedacht, wenn sie so darüber überlegen und nachdenken, ja, die Botschaft lautet am Ende, ja, ich bin eher neugierig auf die inneren Werte. Mich interessieren die inneren Werte, die sind mir wichtiger als alles andere. Die inneren Geldbeutelwerte. Also, wenn es aber am Datingmarkt ist oder Online-Ding, wenn du ein Foto hast, wo deine Nase ihr nicht passt, dann wirst du sofort abgelehnt. Also Scheißdreck, innere Werte. Unter 1,80, da gibt es keine Body Positivity für die Kerle. Zum Beispiel. Und das Spannende ist, was wir auch öfters beleuchtet haben, das, was die Frau hier verbal äußert, ist ja oftmals diametral gegenüberstehend. Also 180 Grad, genau das Gegenteil zu den Männern, die sie dann letztendlich immer wieder wählt. Na, das ist ja auch immer sehr spannend. Aber sie sagt weiter, okay, ja, wie lerne ich einen Mann kennen, der zu mir passt? Was macht mich attraktiv? Und wie finde ich zu mir selbst? Das ist ja dann oftmals auch diese Frage, ja. In welchem Selbst sind sie jetzt gerade in der Partia-Phase, wenn sie ein bisschen jünger sind? Das sehen wir auch sehr schön hier. Nehmen wir mal schnell den Presenter hierher. Da in den Partyjahren von 20 bis 26, da haben sie eher diesen Mr. Sexy, wie man ja sagt, ja. Sixpack, und der ist dann frech, konfrontationsfähig. Und später kommt sie dann in die Erleuchtungsphase rein, wo dann mehr Sicherheit, ja, sehen wir dann mit 30 plus. Ja. Im großen Durchschnitt, natürlich gibt es auch Ausreißer, für die nicht alle Polizei. Ausnahmen aber bestätigen immer die Regel, Gesetz, Mutter, Natur. Ja. Genau, aber in der Masse geht es ja genau darum. Ja. Und ja, was sagt sie da weiter unten noch weiter? Da sagt sie hier, okay, dann ihre Doktorarbeit über die reaktionären Verführer, auch sehr spannend. Was treibt sie dazu an? Die Suche nach schnellem Bum, Bum, Bum oder nach einer langfristigen Beziehung. Ja, meistens sehen wir dann hier die Beschämungssprache, denn Männer, die kurzfristigen Sex haben möchten, die sind natürlich böse, die haben Bindungsangst. Narzissten, ja, sind toxisch. Und diese Narzissten. Aber wenn es eine Frau möchte, ja, ja, One Night Stand, wow, yeah, you go, girl, dann ist es stark, wie wir ja alle wissen. Und da, die Begründung der Artist lautet oft, Frauen seien so stark,
dass man sie noch stärker unterdrücken müsse, damit sie wieder zu den Männern aufschauen. Das ist sehr lustig, weil das sieht man wieder die weibliche Unterverantwortlichkeit, denn Frauen wählen ja immer wieder diese reaktionären 1950er Männer, weil die Nice Guys in der Masse, die der Mädchen ja sehr oft da hatte und die ich da auch mitbetreut habe, sind ja genau gerade bei die, Trennung, ja. Zurück, ja. die in der Freundschaftszone landen, die nicht an die Frauen rankommen. Ja. Und dann ist es eben völliger Schwachsinn, weil nur ein kleiner Bestandteil der Männer, die ja Frauen unterdrücken, sind ja dann hier wirklich repräsentativ unterwegs. Aber das wird ja auch sehr stark verwechselt zwischen dieser maskulinen Dominanz und dieser Autorität. Genau. Das ist ja was ganz anderes. Ja. Das wird gerne hier so in einen Topf ganz einfach da. Das habe ich auch mal beleuchtet, wo es eben darum ging, dass es hier eine Differenz gibt. Markiere ich aber auch nochmal gerne oben oder hier dann der Mädchen. Und da zum Schluss, um jetzt eben nochmal so ihr Ziel, ihre Zielgruppe ist eben also hier. Das Video, Entschuldigung. Genau, da kommen wir jetzt gleich drauf. Der Einsamkeit entfliehen, vor allem hier die Single-Frauen. Da muss man ja erstmal hinschauen, okay, alleine sein und einsam sein sind ja zwei Paar Stiefel. Wenn man wirklich das Gefühl von Einsamkeit hat, da gibt es ja meistens tiefer greifende Aspekte, weil das ja meistens dann auch Anleitung für die Co-Abhängigkeit ist. Ja, wenn man sagt, oh, ich brauche jetzt einen Mann, wie heißt es schön, ich brauche dich, ist das Gegenteil von ich liebe dich meistens. Und wenn sie dann sagen, oh, jetzt brauche ich unbedingt den Mann und so weiter, dann sehen wir hier halt ungesündere Beziehungsdynamiken. Und wenn sie wirklich danach sich aufgebaut hat und auch ihr Unternehmen, wie es hier dann unten im Abschluss steht und wir uns dann gleich mal im Video nochmal genauer anschauen. Ja, das ist übrigens, der Satz des Jahres. Übrigens, Leonie Töne ist glücklich verheiratet. Ihren persönlichen Traumen hat sie überzeugt, neben seiner beruflichen Tätigkeit ebenfalls an der Fernuni Hagen zu studieren. Und schauen wir uns doch jetzt mal hier... Schauen wir uns mal das Video an. Das Video doch mal genauer an. Wo es genau um diesen Satz da geht. Nur, wie viele Jahre später, das ist aus dem Jahr... Von wann ist denn das? Ich setze uns mal kurz hier runter. Aus dem Jahr 2020 kann das sein? Genau, 20. Juli 20, also, das ist ja gerade mal ein Jahr her. Vielleicht ist es jetzt schon mit dem neuen, mit dem... Diesmal ist er aber der Richtige. Okay, ach so, ja. Aber das ist ja... Der ist ja glücklich verheiratet, das muss ja dann der Ehemann sein. Kommt halt drauf an, welcher. Kommen wir auf das Video zu sprechen hier. Okay. Hier vor 3 Wochen, was hier online gegangen ist. Hallo ihr Lieben, willkommen in Mexiko. Ich habe nach 4 Jahren meinen Mann verlassen und ich habe 2 Jahre lang nicht mit euch darüber gesprochen. Ich glaube, einer der häufigsten Suchbegriffe in Google ist immer noch Trennung von André, Leonie Töne Scheidung. Ich kriege immer noch Hate-Kommentare. Fake-Beziehung, du hast ja deine eigene Ehe versaut. Kannst nicht mal deinen Mann halten. Ich habe lange wirklich mich nicht in dem State gefühlt, mit euch darüber sprechen zu können, was damals passiert ist. Und das ist das Video, in dem ich dir die ganze Wahrheit erzähle. Und es ist sehr, was ich da eben so spannend finde, ist, dass gerade die weiblichen Flirt-Coaches immer auch älter auch sind, ja, wie man, wenn sie auch in diese reife Erleuchtungsphase reinkommen. Und zweitens, wie man auch manchmal aus USA schon sieht, gerade die, die ja dann immer ihr Image drauf aufbauen, so eine tolle, glückliche Ehe zu führen, da ist dann am meisten das heftigste Ding im Petto vergraben dann auch. Und ich finde das irgendwie krass. Also es ist schon ein bisschen, weiß nicht, anmaßend, wie würde man das bezeichnen, wenn ich mich da hinsetze und sage, boah, ich werde da so oft eingegoogelt, und die Leute sagen so oft das und das über mich. Ja, Du bist doch nicht der Bauchnabel der Welt. Jetzt hören wir mal weiter rein, was uns noch schauen wir's mal weiter hier erzählt wird. Lass uns mal 2 Jahre zurückgehen. Ende 2018 hat meine spirituelle Reise begonnen und ich war vorher wirklich kein spiritueller Mensch, absolut nicht. Und ich dachte, spirituelles Zeug... Und da muss ich kurz mal einwerfen, ja, vor allem hier, ich hasse es, dass es wirklich immer wieder stimmt, weil hier sehen wir es ja, okay, die Erleuchtungsphase, ja. Ende 28 und genau so, wie es halt immer in der ganzen Red Bull drinsteht. Nach Lehrbuch. Erleuchtungsphase und dann kommt der Wechsel in die Sicherheitsphase. Und da sehen wir mal wieder, wie ist das Klischee, wie er Nagel auf den Kopf. Total. Spirituelles Zeug, das ist alles wuhu und ich wollte damit gar nichts am Hut haben. Bis ich mich aus heiterem Himmel entschieden habe, nach Indien zu fliegen, in den Ashram, das spirituelle Center von Sadhguru. Wahnsinn, oder? Und für meine Freundin war das alle komplett nicht nachvollziehbar. Wir hatten unser Leben geplant. Wir wollten eigentlich nach Teneriffa fliegen und in Teneriffa überwintern. Ich bin dann nach 8 Tagen Teneriffa los nach Indien. Eine meiner Freundinnen hatte aber schon scheinbar eine Vorahnung. Sie hat mich angerufen und hat gesagt, du fliegst alleine nach Indien, trennt ihr euch. Und ich habe noch gedacht, nein, oh Gott, wir machen. Aber sagt uns
getrennt. Ich habe komplett darüber gelacht. Es war absolut nicht in meiner Realität. Und da sehen wir immer diese sekundären Rationalisierungen. Brutal. Ne? Das ja, vor allem, wenn eine Frau hier plötzlich sagt, ja, der Herr hat gesprochen, oder ja, in dem hier der Buddha hat gerade durch ein Blatt zu mir gesprochen. Ich muss jetzt sofort mehrere Tage, Wochen hier nach Indien zur Selbstfindung und so weiter. Also komischerweise da mit dem neuen Freund war, der war ja Inder, gell? Ja, den hat so ein Ranjit. Da weiß man dann sofort, dass hier mehr im Petto ist, vor allem wenn es jetzt um das Thema ja, Selbstreflexion und hier eventuell neue Ufer in der Beziehung und in der Sexualität dann auch. Wenn die Frau glücklich und happy ist, dann bleibt die bei dem Mann. Die ist dann da in Teneriffa oder was da gesprochen worden ist, überwintern da. Die wäre dann da gewesen, wenn sie happy wäre. Warum muss man denn da jetzt plötzlich da raus, wenn man was vermisst? Also auch hier wieder eine richtige, wichtige Regel der Analytik, das Gesagte stimmt hier mit der Optik nicht überein. Ja, und das ist halt genauso wirklich so ein wirklich spannender Punkt, den wir immer wieder sehen, dass halt wirklich, wenn hier was im Petto ist, ja, dann macht man so Ladies-Urlaube gleich, ja, vielleicht Las Vegas oder hier jetzt plötzlich, oh, nach Bali, dem Mallorca für die digitalen Nomaden. Und dann suchen sie sich hier, oder nee, dann ist es einfach so passiert und sie konnten es sich gar nicht erklären, es war so magisch. Oh. Ja. Dem Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Müsli, die Sonne, I love it. Nein, ich fliege einfach auf Weltreise. Und das wird sich jetzt vielleicht für dich komplett verrückt anhören und komplett nicht nachvollziehbar. Ich habe ein Programm im Ashram gemacht, wo man im Tempel von Sadhguru, im Dhyanalinga-Tempel, volontiert, also Freiwilligendienst leistet. Und man ist für, ich glaube, 10 Tage, wirklich 12 Stunden am Tag in diesem Tempel. Sadhguru sagt, egal ob du irgendwas mit Spiritualität am Hut hast oder nicht, du musst von nichts eine Ahnung haben, aber wenn du dich in seinen Dhyanalinga-Tempel einfach nur hinsetzt und der Energie hingibst, wirst du in einen meditativen Zustand kommen. Und damals wusste ich noch nicht, was soll das denn heißen. Und nach 4 Tagen weiß ich noch, wie ich auf der Straße stand, auf dem Weg zum Essensraum und mein Handy wieder eingeschaltet habe und Nachrichten von mir und André durchgeguckt habe. Und in dem Moment hatte ich so eine unglaubliche Klarheit. Absolute Klarheit, dass das, was ich da sehe, nicht gut ist. Absolute Klarheit, ich muss mich scheiden lassen. Ich kann nicht. Oh, Bau! Und ja, was willst du jetzt dazu sagen? Plötzlich kam dann die Klarheit, das sehen wir dann halt wirklich da. Da wird dann reflektiert. Wow. Und da bleibt es halt hier zu erwarten. Es wird höchstwahrscheinlich der hypergame Zweifel sein, wie ich immer sage, ja. Aber voll. Frauen wollen ja immer den besten Deal, den sie kriegen, im Aussehen, in der Dicke des Geldbeutels, Konfrontationsfähigkeit, ja, Männlichkeit und halt dieses volle Spektrum. Und wenn hier irgendwas abgeht, vor allem in der Erleuchtungsphase, wo sie dann mehr auf den Mr. Sicher Wert legt, dann sehen wir öfters mal sowas, was dann schön durch Rationalisierungen wie hier erklärt werden. In dieses Leben. Das war der Gedanke, den ich die ganze Zeit gedacht habe. Ich kann nicht zurückgehen. Nicht nach dem, was ich erlebt habe. Innerhalb kürzester Zeit im Ashram habe ich so eine starke Transformation erlebt, dass ich das Gefühl hatte, nicht mehr derselbe Mensch wie vorher zu sein. Und es ist so gewesen, als würden sich in meinem Kopf plötzlich so Fenster öffnen, Augen öffnen, als würde so ein Schleier von meinem Gesicht abfallen. Und vorher war ich einfach wie in so einem dicken Nebel. Und der Nebel hat sich gelichtet. Und ich schaue die WhatsApp an mit meinem damaligen Mann. Und ich denke nur, ach du Scheiße, was habe ich denn mit meinem Leben gemacht? Ach du Scheiße, es wird mir alles klar. Ich kann alles sehen. Und jetzt kann ich es in Worte packen. Damals war es nur ein Gefühl. Ich sehe Kuh ab. Ich kann es auch in Worte packen. Und zwar die gute alte Erleuchtungsphase hier, wie es vom Tomasi Gospel prophezeit wurde. Weil dann liest du das plötzlich und dann, ja, stimmt. Aber es ist sehr spannend, das auch zu sehen, was wir halt auch öfters mal gesehen haben. Bei manchen Frauen, die dann genau so Richtung 30 kommen und merken, Moment einmal, auch jetzt, ich möchte ja noch hier Familienplanung und dann ist es doch nicht der richtige, vor allem für Langzeitgeschichten. Und da sehen wir dann sowas öfters. Das kommt dann öfter vor. Ja. Und du musst ja berücksichtigen, ich meine, ich meditiere ja auch. Und da hat schon Tage gegeben, wenn ich da hinten am Kusee draußen war, dass ich da wirklich Stunden mit mir selbst verbracht habe. Mhm. Und also wirklich Stunden, also mit dem Verlauf der Sonne, nur an einem Punkt verharrt habe. Und ich bin auch nicht hergegangen und habe dann die Erleuchtung dann gehabt. Das sind so Prozesse. Alles bei Mutter Natur da draußen ist ein riesengroßer Prozess. Das ist, sich einzubilden,
wie so Flirt-Coaches, die behaupten, es gäbe da einen Schalter, den man rumklicken kann und da würde jede Frau mit einem mitgehen. Oder man müsste nur ein paar SMS hier schreiben und ein paar Nachrichten da absenden, dann würde der Ex einem schon wieder zurückkommen. Diese ganzen Kippschalter-Mythen da, die da draußen sind, von heute auf morgen oder auch bei mir drinnen jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung, das ist diese ganze Kippschalter-Mythen-Scheiße da, das ist ja alles nicht real, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Und ich meine, man kann sich das schon sehr gerne einreden auch, aber Mutter Natur und ihr Regelwerk, die zeigen da dann schon Konsequenzen auf, weil die Realität, die gewinnt am Ende ja immer. Ja, und weißt du, was sie dann sagen würde? Dass sie, das ist ja Biologismus, aber das ist ja Schwachsinn, weil natürlich gibt es soziokulturelle Einflüsse, die das mitregulieren, aber trotzdem ist es wie bei seinem Zuckersucht hier, weil wir eben in der Evolution immer auf Süßes, Fettiges und Zuckriges geschaut haben. Und daher ist das ja mehr oder weniger pures, ungesundes Zeugs. Aber ich gebe es ja zu. Trotzdem schmeckt es ihm so gut, weil er merkt, oh, lecker, lecker, lecker. Er weiß zwar, es ist nicht gesund, aber der biologische Imperativ gewinnt ja hier. Und so ist es auch. Ich bin immer noch ein Neandertaler. Co-Abhängigkeit. Ich sehe Traumata, ich sehe unterdrückte Emotionen, ich sehe mangelnde Intimität und Nähe, ich sehe Konflikte, die nie ausgetragen worden sind, ich sehe Machtspiele, ich sehe Unterdrückung, ich sehe Angst bei mir, ich sehe all das, ich sehe, wie furchtbar unglücklich ich bin. Monatelang habe ich sie gesucht. Warum bin ich so unglücklich? Alles habe ich mir angeguckt in meinem Leben, aber ich habe es nicht gesehen. Nur durch die Prozesse, die in mir ausgelöst worden sind, durch die yogischen Praktiken, die ich gelernt habe, durch das Kriya, durch die veränderte Energie, durch die Atmosphäre, in der ich plötzlich war, in dieser spirituellen, energieaufgeladenen Atmosphäre des Ashrams. All das hat mich so sehr verändert in so kurzer Zeit, dass plötzlich ich sehen konnte, oh mein Gott, ich muss mich scheiden lassen. Die Kleine. Aber was ich vorhin noch spannend fand, sie hat gesagt, mit diesen Machtspielen, also was ja auch mal sein kann, was viele auch irgendwie vermissen oder selten sehen und was auch seltener gesagt wird, es kann ja auch sein, dass die Frauen früher sich auch einen Mr. Sexy holen und den dann heiraten, aber dann, wenn sie dann merken, okay, Machtspiele und sie ist dann hier die Unterdrückte, wie sie ja gemeint hat, vielleicht war es auch eher so dieser attraktivere, ja toxischere Mann, auf den sie dann meistens für kurzfristigen Spaß scharf sind. Und dann aber nicht diese Mr. Sexy stabil Aspekte mit abdeckt, dass es dann eben hier runterfällt. Und da kommen dann hier halt dann diese Erleuchtungen, die ja dann im Ashram passieren, wobei das schon vorher letztendlich durch diesen Wechsel zur Erleuchtungsphase stattfinden. Und was ich jetzt persönlich für einen so erleuchteten Menschen sehr schwach finde, sage ich dir ganz ehrlich, seit ich YouTube-Videos drehe, ich habe in diesen letzten 10 Jahren, denke ich, ich habe ein paar Beziehungen gehabt. Einige Dinge in ein paar Wochen und dann hatte ich auch längere Beziehungen. Ich war selber immer mal Single und ich war selber immer mal in einer Beziehung. Und es kam ganz einfach zur Trennung. Man verstand sich nicht mehr, war Attraktivität keine mehr da. Es hat keine Zukunft mehr gehabt. Die Gründe waren unterschiedlich. Fakt ist das, ich bin noch nie in irgendeinem Video hergegangen und habe über irgendeine Ex von mir schlecht geredet. Und gesagt, oh mein Gott, war das alles schlimm und so weiter und so fort. Ich habe die Frau geliebt. Wir haben uns geliebt. Das war eine Zeit, wir haben gute Zeiten zusammen verbracht. Das war ja auch toll, das war auch schön. Es hat ganz einfach nicht mehr für eine Zukunft gereicht. Das ist nämlich der springende Punkt. Und da gehe ich nicht her nach Jahren und rede da dann den eigenen Ex, der ja noch dazu verheiratet. Hier, Ring am Finger hier. Wie heißt es so schön? Bis das der Tod uns scheidet, in guten wie in schlechten Zeiten. Also ich spucke da nicht auf das, was ich da geschworen habe vor einigen Jahren noch. Also das ist, aber also man, ist, ich finde, das ist charakterlich nicht mehr. Das noch. Ist halt auch so eine Krankheit der modernen, jetzt persönlich. Eine Krankheit der modernen Frau. Sie wollen die Heirat, aber sie wollen keine Ehefrau sein. Ja, dieses Wow, leider. Auch diese leichten narzisstischen Aspekte. Ja. Oh, schau, krass. Und dann hat der Mann Fettkohle rausblasen und dann gibt's das da und tanzen und so weiter. Aber dann wollen sie nicht diese Ehefrau-Aspekte erfüllen. Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Gesetz von Mutter. Das trifft ja nicht auf alle Frauen zu. Ja. Aber das hast du leider so besonders da im Mainstream, in dem Blue Pill Mindset da hast du das, sag ich mal, zuhauf. Es gibt ja immer dieses Geschwätz, was ich manchmal lese. Ja, oh, die denken ja viel zu sehr in Extremen. Aber es geht ja hier um Faustregeln, um das leichter greifen zu können. Und witzigerweise hätte sie hier lieber ihren eigenen Rat verfolgen sollen. Ja,
Damit aus dem ersten Date was Langfristiges wird, sollten Frauen keinesfalls etwas Negatives aus ihrer Vergangenheit oder über ihren Ex-Partner sprechen. Hammergeil, oder? Hammergeil. Da steht es sogar noch da drin. Oh mein Gott, das ist schon bad. Das ist ja mal gigantisch, echt. Aber jetzt lauschen wir doch mal weiter. Die Klarheit war so frappierend, dass ich nicht da stand und dachte, oh Mensch, ich würde das gerne wieder hinbiegen. Nein, ich habe gemerkt, das ist der falsche Mensch, das ist das falsche Leben und das ist die falsche Beziehung. Und das war zu 100% klar, das war nicht diskutierbar. Und ich dachte nur so, wow. Das Krasse war, in dem Moment habe ich mich gar nicht selber dafür so gepunished. Ne? Also selber dafür gar nicht so bestraft. Man kennt das ja, Schuldgefühle oder alles. Was habe ich in dem Moment gar nicht empfunden. Es war mehr so, als würde ich mich von außen beobachten und denken, wow, wie interessant, was ich mit meinem Leben gemacht habe. Ich habe ziemlich schnell mit André darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, du, wir müssen telefonieren, ich muss mit dir sprechen. Und ich weiß auch, wie er gescherzt hat, wie er gesagt hat, ja, was soll denn Schlimmes sein? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du dich scheiden lassen willst. Habe ich dann natürlich gesessen, in Tränen aufgelöst und habe ihm das alles erklärt, dass ich mich wirklich scheiden lassen will. Am nächsten Morgen nach dem Gespräch bin ich aufgewacht, 3 Uhr, schweißgebadet, in Tränen aufgelöst und ich saß in meinem Bett und habe gedacht, fuck, ich habe meine eigene Ehe in den Sand gesetzt. Ich bin so eine Failure, wie sagt man das in Deutsch? Ich bin so ein Versager. Ich bin so ein Versager und ich wollte, dass diese Beziehung funktioniert. Als ich geheiratet habe, habe ich mir gesagt, ich werde nicht geschieden. Ich bin diese Beziehung eingegangen mit der Voraussetzung, dass ich das schaffe. Und jetzt sitze ich selber hier und ich bin noch nicht mal verlassen worden. Ich bin diejenige, die weg will. Aber trotzdem wusste ich, ich muss das machen. Ich muss das tun. Es gibt kein Zurück. Es gab noch eine weitere wichtige Komponente in dieser Entscheidung, die die Sache nicht einfacher gemacht hat. Und zwar habe ich im Ashram meinen Seelenverwandten kennengelernt. Wir sind schockiert. Ich bin empört. Das ist genau das, was wir öfters mal meinen. Das sehen wir hier, Female Mate Switching, das sehen wir sehr, sehr oft auch in der evolutionären Psychologie, dass man hier, sobald man vor allem bei den Frauen das sieht, okay, sie hat den größeren, besseren Deal zu machen, der jetzt mehr dem wahren Selbst entspricht, dann sehen wir genau solche Bewegungen, dass hier wirklich, oder Monkey Branching spricht man ja oft. Monkey Branching, entschuldige, wenn ich kurz unterbreche, aber genau das ist ja dieser Punkt, weil die Frage da, die bleibt ja gar nicht beantwortet. Was war eigentlich vorher da? Der Neue aus dem Ashram oder die Erleuchtung zur Scheidung? Schon ein bisschen komisch, oder? Sehr überschneidend, sagen wir es mal so. Ja, jetzt hast du gut gesagt. Ja. Sehr überschneidend. Oder ich glaube, perfekter Warmwechsel, würde ich mal sagen. Ne? Sowas, ja. Schon verrückt. Ich habe nicht an Seelenverwandte geglaubt. Das war kein Konzept für mich, das war nichts Reales für mich. Ich dachte einfach, man wählt sich den Richtigen aus. Aber nun war dort mein absoluter Seelenverwandter und ich werde darauf in einem anderen Video nochmal tiefer eingehen. Aber als ich diesem Menschen begegnet bin, wusste ich plötzlich, was tiefe Liebe bedeutet. Ich weiß noch, ich habe euch ein Video darüber gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe langsam gesprochen und ihr habt alle gedacht, ich habe irgendwie den Verstand verloren oder bin auf Drogen. Eine Liebe von solch einer Tiefe zu empfinden. Für einen anderen Menschen. Hatte ich nicht. Ich war einfach extrem energetisch aufgeladen. Oh, geil! Das ist er! Das ist der Mann fürs Leben! Ja, ja. Die Sprüche kennen wir alle. Die kennen wir alle. Und das ist wirklich der Klassiker, der Mythos des Seelenverwandten. Da sagen sie meistens, na, ich glaube nicht irgendwie an Gott. Aber an den Seelenverwandten, der vom Universum für mich geschaffen wurde. Das Indigo Girl. Ja, und das schafft immer diese ultramäßige Überinvestition, weil es ist viel, viel gesünder, wenn man sagt, es gibt gute und schlechte Partner. Ja. Aber ab dem Moment, wo du sagst... Entschuldigung. Ja? Infobox unten in der Beschreibung. Aber zum Ende des Videos hängen wir es euch gerne mit dran. Pardon. Sobald du sagst, ja, okay, Seelenverwandter, dann ladest du das Teil ja mit so viel Erwartungshaltung auf, was verkrampft, was noch mehr Stress draufsetzt auf die Beziehung. Und danach glauben sie dann immer, oh, mein, so ein finde ich nie wieder. Dann muss man nochmal ins neue Ashram gehen. Schauen wir mal weiter im Ashram hier. Und hatte gerade ein Yoga-Seminar in Amerika mit Sadhguru hinter mir. Aber da habe ich darüber gesprochen, wie ich diesen Menschen betroffen habe und es mir ganz egal war, ob er mich zurückliebt. Denn das Gefühl, was ich in mir selbst hatte, die Liebe, die ich gespürt habe, einfach nur, weil er da war, war so wunderschön, war ausreichend. Dann verlieben die sich. Oh, das ist er. Das ist mein Traummann. Der ist so geil. Oh, der ist so schön. Oh, das war so ein schöner Abend. Das war so romantisch. Und dann, was nun? Dann bist du Dating-Coach und die
jeder kennt diesen Mann und jeder kennt deine Story und jeder hat eure Videos gesehen und fand euch so wunderschön als Paar und du weißt, so viele Menschen haben zu dieser Beziehung aufgeschaut. Das ist was, was sie auch wollen und jetzt hast du das kaputt gemacht. War deine... So spannend, wie vorhin gesagt, ja, also immer diese, das sehen wir nach außen getragen, so dieses ultra heftige Dream Couple, ja. Wirklich ja diese Hollywood Matrix, ja. Baut sich dann diese Illusion auf. Und da machen sie ihr ganzes Branding, ja. Ihre Marke raus. Und meistens... Die hat ja dann auch ihre... Ich habe da so ein Video mal gesehen, wo sie im Brautkleid in einem Garten stehen und was von der großen Liebe singt. Ja. Und das ist ja komplett... Das ist ja eine volle 180-Grad-Kehre. Wenn man das im Gesamtbild ansieht, und ich sag's nochmal, Mutter Natur arbeitet immer in Prozessen, wenn man das im Gesamtbild ansieht, dann ist das da hier vor unserer Nase, das ist so ambivalent, dass es gar nicht mehr ernst zu nehmen ist. Meines Erachtens, so wie ich das hier. Aber sowas sieht man halt im Durchschnitt gehäuft, sagen wir es mal so. Leider. Das ist eine Fake-Beziehung. Das war ein häufiger Kommentar. Erinnerst du dich noch, als du 4, 5 Jahre alt warst und der Weihnachtsmann kommt und du warst so aufgeregt? Am nächsten Tag im Kindergarten deiner besten Freundin, oh, gestern war der Weihnachtsmann da. Deine Aufregung darüber, die du mit deinen Freunden geteilt hast, die war ja auch echt. Nun stell dir einfach vor, du bist 12 und du siehst den doch mit ganz anderen Augen. Aber das macht deine Erfahrung, die du mit 5 Jahren hattest, nicht unecht. Und so war das für mich mit meiner Beziehung. Wie ging es dann weiter? Eine Scheidung ist nie schön. Weil ich glaube, wir haben das auf sehr humane Art und Weise geregelt. Ist André ein schlechter Mensch? Nein. Ist er ein schlechter Mensch für mich? Ja. Vielleicht mit einer anderen Partnerin ist er genau der Richtige. Aber für mich war diese Beziehung schlecht. Auch wenn es ein schmerzhafter Prozess ist, auch wenn ich plötzlich ganz alleine da stand, auch wenn ich wusste, jeder kann mich dafür hassen, jeder kann aufhören, mich ernst zu nehmen, jeder kann mich dafür verurteilen. Aber ich war okay damit, mich dem zu stellen, weil ich glaube, es ist richtig, sich aus einer toxischen Beziehung zu befreien. Ich glaube, eine Scheidung ist nichts Schlimmes. Mein Leben hat sich um 180... Wie kann man das mit dem Weihnachtsmann vergleichen? Wie kann man eine Ehe mit dem Weihnachtsmann vergleichen? Ja, wegen dem Seelenmythenverwandten. Ja. Da sehen wir schon dieses magische Denken. Und zweitens, sehr interessant auch, dass es sagt, ja, eine Scheidung ist nichts Schlimmes, weil man kann ja, wie gesagt, es wird ja gar nicht mehr so ernst genommen. Es ist ja wie ein Kaffee trinken. Leider. Weil es geht ja nur um das tolle Event. Ehefrau sein, vor allem viele moderne Frauen wollen das ja gar nicht mehr. Und da... sagt sie, toxische Beziehung, aber warum macht man dann überhaupt den Schritt zur Heirat, wenn man vor allem hier sich selber als Experte in dem Gebiet irgendwie hinstellt und ganz, ganz viele andere Frauen dann auch diesbezüglich berät. Das ist halt immer, was ich dann... Und hier, so ein Lied im Brautkleid da von der großen Liebe und das erste Mal rausvermarkt hat. Ja, schon. Hier, ich bin die Frau hier mit der glücklichen Ehe und bei mir läuft alles super und deswegen kann ich eure Exen beraten und euch dabei helfen, eure Traum zu finden. Das war doch das Credo, jahrelang. Und das widerspricht sie ja komplett. Das da ist sogar ein Zeugnis dafür, dass all das, was vorher stattgefunden hat, falsch gewesen ist. So wie ich das jetzt hier so verstehe. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und das ist halt, ich meine, klar, kein Mensch ist perfekt. Jeder hat seine Dämonen. Aber es ist halt schon sehr kritikfähig und auch würdig, wenn man die ganze Zeit Wasser predigt, aber dann Wein trinkt, weißt du, ich meine. Und das ist das, was hier eben ein bisschen aufstoßend dann auch ist. Machen wir noch den Schluss hier. 80 Grad gewendet und ich bin so froh über diese Transformation und Veränderung. Und ich werde dir in den nächsten Videos alles darüber erzählen. Zu meinem Leben, zu meinem Privatleben, zu meinem Freund, zu meinen Reisen, zu meinem Yoga, meiner Spiritualität. Also, soweit, ich hab dich lieb und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ja, das war... Ja, was willst du jetzt noch sagen, gell? Dazu? Sehr aufschlussreich. Das war aufschlussreich, ja. Es sind halt, wie gesagt, wenn man ein bisschen mehr in der Materie drin ist, ist das jetzt auch nichts weltbewegend Neues. Ja. Aber vor allem, weil in dem Fall halt sie bestimmt einige Klienten auch hatte. Und in den USA ist ja, da gibt es einen, der heißt Derek Jackson. Und der ist halt der männliche Frauencoach, weißt du? Der sagt dann so, Ehrlichkeit und immer die Frau auf Händen tragen. Und vor kurzem ist dann rausgekommen, dass er war halt verheiratet und hat nebenher die ganze Zeit was mit anderen Frauen am Laufen gehabt. Andere Mädels bankt auf. Hat aber dann vorne gepredigt, und hatte über 700.000 Follower, weil er genau diese, er hat immer genau das gesagt, was Frauen hören wollen, richtig. Aber was nicht der Wahrheit entspricht. Aber was nicht der Wahrheit entsprach. Der war absolut unauthentisch, der Typ. Aber er war eine sehr gute, Maskerade hier gehabt. Ja. Das ist ja immer auch so geil. Wenn gerade Mädels da oder wenn Männer da sind, die was davon sagen, ja, dass sie jetzt eine Frau anrufen, weil sie ihren weiblichen Rat wegen ihrer Ex-Freundin brauchen oder wegen der Beziehung oder einen Mann oder Mädels halt dann einen Mann fragen, hä, wenn du einen Fisch fangen willst,
dann fragst du ja den Angler und nicht den Fisch, yeah, oder nicht? Yeah, also yeah. Das ist schon mal die komplett falsche Adresse. Abgesehen mal davon, wir haben ja von der Leonie Töne, habe ich ja schon einmal hier was da gehabt. Und da kann man ja auch sehen, wie da das hier in einen Topf geworfen wird. So dieses männlich-weiblich hier, was eigentlich sehr stark zu differenzieren ist. Ja, und sonst sehen wir nämlich immer wieder das Gleiche. Ich muss nochmal hier kurz reingehen, weil das fand ich so spektakulär, dass sie dann sagt, ja okay, ja na, sie wollen nicht unbedingt den bestens verdienenden Single, nein, mit Sixpack. Sagen sie ja. Vor allem, wenn dann Männer zu denen kommen. Sagen sie. Aber dann landen sie plötzlich doch wieder beim Hackern von McFit hier. Ja. Ja, aber es ist so. Es ist in den meisten Fällen ganz einfach so in dem Löwenanteil der Fälle. Genau. Das ist leider so. Wir haben die Regeln nicht gemacht. Hier geht es um Sozialwissenschaften, hier geht es um evolutionspsychologische Vorgänge. Das ist die Angst vorm Fallen oder die Angst vor gefährlichen Geräuschen, all diese Dinge, die kriegst du ja auch nicht raus. Du kannst auch niemals das Erwachen kontrollieren. Du kannst nicht entscheiden, ob du jetzt aufwachst oder nicht. Das macht dein Körper selber. Und das sind solche Prozesse ganz einfach, auf die du ganz einfach keinen Einfluss nicht hast. Oder beziehungsweise, die du nur sehr, sehr schwer steuern oder lenken oder führen kannst irgendwo. Genauso wie jetzt hier der Aufbau und der Abbau, ganz einfach der Attraktivität, wo viele Leute noch nicht einmal merken und begreifen, warum sie für den anderen so unattraktiv geworden sind. Aber Mädchen, wir sind doch schon längst über unsere Triebe erhaben. Ah, natürlich. Was auch sonst. Aber es ist halt genau das, Anziehung ist nicht verhandelbar. Ja. Und das sehen wir ja nicht nur bei der Anziehung, sondern halt auch, wie vorhin gesagt, beim Thema Ernährung. Wenn es wirklich so einfach wäre, dann wären ja in Deutschland jetzt 70% oder wie viel sind übergewichtig. Und sonst wären ja vor allem diese ganzen Hauptmordmotive, Eifersucht, ist ja auch wieder hochgradig hier. Das ist der erste Grund, gell, nach Habgier. Genau. Ja, da, oder ich glaube, es ist der erste. Nummer eins ist, glaube ich, Eifersucht, ja, und Habgier. Und das ist ja hochgradig hier triebgesteuert. Ja. Total. Also. Triebgesteuert. Besitz. Darum geht es auch. Weißt, es ist immer besser, seinen eigenen Schatten zu integrieren, anstatt den zu ignorieren und sagen, na, bei mir doch nicht. Absolut. Vor allem, weil ja hier auch das komplette Polaritätsgesetz übersehen wird. Und Mutter Natur, das Polaritätsgesetz hast du. Da kannst du 100-mal in Asche am Laufen. Das ist da. Du kannst nicht, wo oben ist es unten, wo links ist es rechts, wo positiv, negativ, wo Licht ist es dunkel, wo groß ist es klein, wo dumm ist es schlau. Es gibt immer einen Gegenpol. Mhm. Also hier, das widerspricht da wieder komplett mit diesem Soulmate-Videos und diesem Forever glücklich sein. Diese ganze Feel-Good-Scheiße da. Das kannst du ja nicht mehr reinziehen. Das ist Matrix Blue Pill par excellence. Ja. Par excellence. Ja. Damit würde ich sagen, setzen wir jetzt unser Salve drauf. Ja, genau. Salve lautet. Es ist ein Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns. Wie halt, liebst du heute schon nochmal irgendwas mit uns bald? Nein, ich sage nur in diesem Sinne.